Moin, willkommen bei LZ Parts im Online-Shop der Lüdemann und Zanke AG. Was habe ich heute für euch? Ein kleines Sortiment. Also es sind im Grunde genommen nur drei Unterlegscheiben, drei Schrauben, sozusagen Gewindesalino, zwei Winkel und die Platte, auf der das Ganze liegt. Das ist fürs Differential Dacia Duster 1 und Dacia Duster 2 passt die auch. Gar kein Problem. Und ich dachte mir, wenn ich das jetzt anbaue, dann lasse ich euch mal zugucken. Dann könnt ihr nämlich gleich in die Nasenlöcher reingucken. Nee, Quatsch, Spaß. Also da oben das Differential. Da stellen wir mal hin die Kamera. Und dann montieren wir das Ding ganz einfach mal auf. Moin. Ihr steht auf meiner Werkzeugkiste. Und ich muss jetzt erstmal zwei Schrauben lösen. Die sind nicht hier oben, das sind 13er. Sind lang genug. Dann kann ich schon mal einen von diesen Winkeln nehmen und da einhängen. Vielleicht sogar wieder ein bisschen festschrauben. Weil, wenn ich die andere Seite jetzt losdrehe, dann kommt der Tank, beziehungsweise der Tank bleibt oben. Und die Schraube geht dann schön runter, sodass man den Winkel besser dazwischen schieben kann. Löst ihr beide, müsst ihr den Tank wieder nach oben drücken. Und könnt den Winkel nicht so schön einhaken, so wie ich das jetzt mache. So. Dann haben wir beide Winkel mal befestigt. Ich mache das Ganze noch nicht ganz fest, sondern lieber so ein bisschen frei schwimmend. Wobei ich gleich mal gucken muss, wie das aussieht mit der Platte. Die Platte lässt mich wohl knapp vorbei. An beiden Seiten, dass ich es dann später noch festschrauben kann. Das ist dann einfacher. Also diesen Gewindesalino schmeißt von hinten mit durch rein. Ich nehme die Schraube und drehe die hier mal an. Und mit links, ne? Da war es wieder das Problem. Mit links bin ich nicht. So. Und im Grunde genommen ist es kein Hexenwerk, also nichts Großartiges. So, schön ausrichten. Was brauchen wir dafür? Eine 17er Nuss. Ich vergreife mich immer um eine Schublade. So, ja, 17er. So, Prinzip ist klar. Vielleicht sollte ich ihn hier noch ein bisschen weiter rüber drücken, wenn das geht, damit ich weiter wegkomme vom Auspuffrohr. Immer schön aufpassen. Ein bisschen biegsam ist das Ganze. Ich habe es gerne schön in Mitte. So. Und dann machen wir das fest.
Den Rest richte ich jetzt noch aus. Wir haben aktuell, glaube ich, irgendwas bei 30 Grad, ist echt warm. Aber ich wollte es euch nur mal kurz gezeigt haben. Hoffe natürlich wie immer, dass ich weiterhelfen konnte. Und sage auch wie immer, bis denn dann.